Da sind sie, die Frühlingsgefühle. Mein Badezimmer zwitschern noch die Vöglein, was ich liebe. So kann man gut in den Sonntag starten, generell in den Tag starten. Heute in den Style Sunday. Draußen ist auch tatsächlich ein bisschen Schnee bei uns jetzt auch angekommen in Düsseldorf. Bei vielen anderen hat es schon lange geschneit, das weiß ich. Bei manchen ist auch noch nichts angekommen. Wir sind ja unterwegs in ganz Deutschland, dank stylehome.tv in Österreich, in der Schweiz, in Luxemburg. Allen sage ich herzlich willkommen und einen schönen Sonntag wünsche ich euch zum Style Sunday. Die allererste, die ich hier sehe, ist die Antje. Guten Morgen, grüß dich und die Ines. Einen schönen Sonntagmorgen wünsche ich euch, einen blumigen, auch im tristen Grau nach draußen können wir es uns zu Hause gemütlich machen und können uns einkuscheln und können unsere schöne Dekoration genießen und das Herz aufgehen lassen. Gut für die Stimmung, gut für die Seele, gut für die Gesundheit. Guten Morgen, liebe Brigitte, grüß dich. Hallo, liebe Katja, liebe Gabi, Marion, grüß dich. Und die andere Gabi natürlich und die Sandra, Claudia, guten Morgen. Hallo, Ramona, schön, dass ihr dabei seid. Ja, der ist immer der jedes Mal als allererstes Hallo sagen möchte, der kleine Frechdachs. Der sagt immer als allererstes Hallo. Osterglocken habe ich gesehen, gibt es auch schon zu kaufen, noch geschlossen. In dem Fall sind sie ja schon hier etwas offen. Und auch Tulpen gibt es ja schon reichlich. Aber in der künstlichen Version kannst du dich natürlich darauf verlassen, dass sie gut und immer blühen. Jahr auf Jahr, jedes Jahr. So, jetzt gucke ich hier mal, wen ich überlesen habe. Die Michaela, guten Morgen. Dagmar, Jacqueline, liebe Anke, grüß dich. Angela, hallo. Hallo, liebe Kerstin. Genau, wunderschönen guten Morgen, Brigitte. Hallo, Jasmin, guten Morgen. Markus, grüß dich. Meine liebe Bärbel, hallo. Liebe Christina, guten Morgen auch an dich. Dann euch vielmehr. Hallo, liebe Kerstin. Monika, grüß dich. Karin, guck mal. Die andere liebe Kerstin, genau. Anni. Schön, dass wir zusammen sind. Der Bodo hat uns wieder einen tollen Hintergrund gezaubert, damit wir frisch mit den Frühlingsgefühlen in unseren Style Sunday starten können. So, Vivi ist auch da. Vivi ist ganz happy. Vivi hat heute, entschuldigt, eines ihrer tollen Bilder verkauft heute im Shop. Ihr könnt also unter www.stylehome.tv, wer das auch später sieht in der Aufzeichnung, gerne mal schauen. Wir haben auch sehr, sehr schöne Bilder. Die Vivi ist eine ganz tolle Künstlerin bei uns in unserem Shop bei Stylehome. Und das tolle Bild von ihr, was wir sehr lieben, was ihr in anderen Videos auch schon gesehen habt, auch bei vielen Fotos, zum Beispiel schon bei der Cornelia, da weiß ich, da steht es auch. Hat die Vivi heute verkauft, das heißt, Vivis Sonntag ist schon mal gut gestartet, gab es schon eine WhatsApp-Nachricht und hat sich gefreut und ich habe mich für sie mitgefreut, weil es ist natürlich auch schön. Ne? So geht es mir ja auch, Sachen, die ich selber entwerfe und wenn die gut ankommen, dann geht ja auch mein Herz auf. Deswegen Glückwunsch, liebe Vivi. So. Danke, liebe Kerstin. Alles für euch, damit ihr auch einen schönen Start in den Sonntag habt. Genau, liebe Sandra, an die Dekohasenfamilie. Bienchen ist auch fleißig. Gibt es lecker Honig? Ja, ne, liebe Sandra, denke ich auch. Hallo, liebe Hannelore. Christina, grüß dich. Guten Morgen auch an dich. Hallo, liebe Andrea. Guck mal, da haben wir doch schon eine schöne Runde in unserer Deko-Gruppe und Familie. Und das freut mich auch ganz besonders. Ein bisschen was habe ich auch vorbereitet. Tatsächlich als allererstes war mir sehr wichtig, dass wir nochmal drüber sprechen, über die Kirschblüten. Denn die habe ich euch letztes Mal nicht gezeigt. Ich hatte euch die anderen gezeigt. Und ich glaube, liebe Christina, du wolltest nämlich genau die sehen. Ich habe jetzt hier mal auch so drei Blüten zusammen, dass man das so auch sehen kann, wie üppig das dann ist. Also auch zwei und auch eine. Würde schon gut was hermachen, wie ihr seht. In dem Bild hat Qualität, also der Ast ist wirklich irre authentisch gemacht. Ne? Also das seht ihr schon, wie echt das aussieht. So, Mandy, das lässt sich gut eindekorieren. Habe ich schon hier. Sehr gut, Mandy. Sehr schön, danke auch für den Hinweis. Das ist auch immer ganz toll. Ich finde auch, der lässt sich wirklich toll eindekorieren. Eine schöne Größe für eine
ganz normale Vase, ne? Nicht zu lang, braucht man gar nicht kürzen, sondern wirklich eine richtig schöne, angenehme Größe, um es eben überall dazu zu dekorieren und ein bisschen Frühlingsgefühle reinzubringen. Und die Kirschblüten sind auch schön groß, so schön zart, auch einen ganz zarten Pastellrosa, so wie es in der Natur eben auch ist. Also die sind sehr, sehr gut gelungen, das ist der ganz, ganz neue, dass ich euch den auch einmal gezeigt habe. Meine Idee war tatsächlich so, vielleicht in der Vase, damit es halt ringsrum schön ist, so drei zu nehmen, weil dann kannst du es auch mitten auf den Tisch stellen, weil dann hast du von allen Seiten die üppige Qualität. Und genau, die wollte sehen, Christina, ne? Das dachte ich mir, da stand ich total auf dem Schlauch. Das habe ich im Nachhinein erst gecheckt. Manchmal ist das so. Aber man kann ja alles nachholen. Wir sehen uns ja immer wieder mittwochs 19 Uhr und sonntags um 11. Da ist das Zeitfenster nicht ganz so lang, dass man auch nochmal Sachen aufarbeiten kann. Dazu fand ich sehr schön, ist ja eigentlich eine hängende Dekoration. So, das Herz auch. Das passt nämlich schön, wenn ihr jetzt eine Fensterdekoration sucht und vielleicht auch ein Fensterbrett die Kirschblüten dekorieren möchte, könnt ihr hängend auch noch das schöne Herz dazu nehmen. Weil die Rosen, die hier so da sind, das sieht eigentlich tatsächlich auch eher aus wie Kirschblüten. Ne, muss man mal sagen, so eine. Sie sehen sich nämlich hier sehr ähnlich. Genau, guck mal. Ich spreche mal hier mal durchs Herz. Guten Morgen, liebe Lara, Alexandra, Hallöchen. So, guck mal. Das finde ich nämlich total schön, zusammen zu dekorieren. Die neuen Kirschblüten, der großen Blüte und auch hier dann dieses schöne Herz, weil die gut zusammenpassen. Also das ist schon mal eine meiner Lieblingsdeko-Ideen für die Frühlingsgefühle dieses Jahr. Und die wecken in mir auf jeden Fall Frühlingsgefühle. Kombination gerne dazu, wenn ihr sagt, ne, das kann ein bisschen höher stehen in der Vase, dann nehmt gerne die Pfirsichblüten, ne? Die Pfirsichblüten mit den Weidenkätzchen, das ist gebunden, das kann man auch auseinandernehmen, kann man hier dann schön auch einbiegen. Die hatte ich ja auch in den Tulpen drin am Mittwoch und da kann man hier das gerne auch noch mal ein bisschen kombinieren und unten noch mal ein bisschen mehr Fülle reinbringen. Finde ich auch schön. So, meine Idee zum Frühlingsstrauß. Tatsächlich kam auch die Frage, den Frühlingsstrauß, den ich als in der Bodenvase hatte, mit den langen Kirschblüten, das ist die, die ich hier gezeigt hatte, das sind dann die langen Kirschblüten, hier sind ja die kurze Variante, liebe Christina. Die langen Kirschblüten für die Bodenvase hatte ich ja dann mit einem langen rosa Puschel drin und unten dann, um das ein bisschen auszufüllen, auch die Weidenkätzchen, die langen Weidenkätzchen und dann die kleinen, gerade passend, gelb hinten. Als wenn das so gewollt ist, ist alles so gewollt. Reiner Zufall, Glückshasen. Könnte man die Forsythien dann unten noch mit reintun. Den gibt es also, wie gesagt, nicht im Ganzen. Das habe ich dann auch dazu geschrieben auf die Frage hin, wo es diesen wahnsinnig tollen Frühlingsstrauß gibt. Aber auf www.stylehome.tv könnt ihr auch unten oder oben in dem Suchbegriff Kunstblumen eingeben oder in der Suchleiste in der Kategorie. Und da findet ihr im Prinzip alle Frühlingsblüher mit den Maßangaben auch der langen Version und könnt euch euren Lieblingsstrauß individuell zusammenstellen. Und über die Fotos würden wir uns sehr freuen, denn die Deko-Galerie ist ja wieder eröffnet. Und da freuen wir uns über schöne Fotos, die wir dazu stellen können auf die Homepage, auf die Startseite, damit auch andere sich inspirieren lassen können. Und natürlich in Facebook, ja auch über Facebook auch und Instagram. Ne? Hallo liebe Gabriele, Sonja, Christine, hallo Jumbo, ihr Frühlingshasen. Schönen guten Morgen. Ach, die sind schon, also die Kirschblüten sind schon toll, da sind aber auch tatsächlich gar nicht mehr viel da. Sorry Christine, da habe ich ganz schlechtes Gewissen, dass ich da so auf dem Schlauch stand damit hoch. Aber ich hoffe, du hast dir die richtigen gesichert oder sei jetzt schnell, damit du sie noch bekommst. Weil die sind wirklich toll. Kann man nur alles richtig machen und gerne kombinieren. Hier macht sich schon die schönen rosa Äpfelchen bemerkbar, die ich hiermit auch eindekoriert habe, weil ich das so schön fand in der Kombination. Kann man dann aber auch hier vorne, ja,
Du willst auch Hallo sagen? Na dann. Seid ihr so scharf auf meine kleinen Küken? Jeder liebt ja Küken, oder? Weil die wollen unbedingt Hallo sagen. Das liegt bestimmt daran, dass ihr genau hinguckt und sie genauer sehen möchtet. Deswegen machen die sich bemerkbar. Dann soll das so sein. Hallo, liebe Irene, Vera, grüß dich. Die sind toll, ich habe sie auch vom letzten Jahr. Mhm. Genau, liebe Irene, die sind wirklich auch toll. Timo, grüß dich. Grüße nach Berlin, mein Lieber. Aus Hamburg. Gut, der Berliner in Hamburg sozusagen. Dann mal viel Spaß, lieber Timo. Hallo, Carmen. So, einmal auch hier Hallo gesagt. Eines der Dreiersets von den Küken. Ja, ein bisschen Tulpen hingestellt. So, kannst wieder gucken. Ja, und das Style Sande steht ja hier schon mal auf dem Tisch. Mache ich gerade noch mal ein bisschen Platz, damit ich euch das zeigen kann, wie es auch tatsächlich zu euch kommt. In dem Fall habe ich noch ein bisschen gepimpt mit den Steinen tatsächlich. Ist aber gar nicht nötig, denn ihr kriegt diese schöne silberne Schale. Die passt perfekt aufs Fensterbrett oder auf dem Sideboard, wenn man mag. Ich fand es halt sehr, sehr schön als Frühlingsgruß auf dem Fensterbrett. Und dann werden hier die drei Tulpen im Gras praktisch reingesteckt. Ich habe zwischendrin tatsächlich jetzt so ein bisschen die pinken Steine als Idee. Grüne Steine habe ich auch mitgebracht, dass ihr das sehen könnt. Michael, Hallöchen. Hallo, liebe Angelika. Hummel, Hummel. Sehr schön. Michael freut sich immer, wenn man Hamburg besucht. Ne? Seid ihr auch gerne mal da, ihr Lieben. Hier nochmal auch die Idee von mir und unbedingt die Umsetzungsempfehlung, tatsächlich auch die Tulpen ein bisschen zu knicken. Die sind an einem gut stabilen Draht. Das heißt, die kann man hier so ein bisschen auseinander auch biegen, damit die üppiger aussehen. Ne, da haben ja auch viele von euch, die schon auch in den kleinen Tulpenvasen zum Beispiel sehr schön drin. In dem Fall soll es mal eine üppige Fensterbrettdekoration sein und von mir die Idee schon fertig, dass können wir mal so rumdrehen, ne? Ja, lieber so nach vorne, wobei ich ja jederzeit die auch natürlich nochmal drehen kann, wie ich möchte, um das Ganze auch üppiger zu gestalten, je nachdem, wie ich das vorhabe. Und das Ganze ist das Set in Weiß, Rosa und Lila. So, ich jetzt mal zur Seite, du kleines freches Küken. In dem Fall habe ich ja auch das Rosa ein bisschen gebogen. Das sind immer vier Blüten pro Farbe in dem grünen Grasbüschel. Rosa, Fuchsia und Weiß. So kann man sich das gerade so drehen, wie man das möchte. Und also die silberne Schale, multifunktionell. Die Tulpen, multifunktionell. Und dann unsere prima Ballerina, passt natürlich zu Vivis Ballerina-Bild. So schließt sich der Kreis, liebe Vivi, ne? Wahrscheinlich lag es daran. Ahoi, Captain, sagt Clara an Michael. Sehr schön. Hier ist einmal die Schleife, die eigentlich oben an der Blume dran war, einmal gebunden als kleine Schleife am Gürtel. Fand ich auch ganz, ganz süß. Lassen wir uns immer sehr gern von der Christina inspirieren, weil die so eine Schleifenkünstlerin ist und überall nochmal mit ihren süßen Schleifen alles nochmal individualisiert und ganz, ganz süß macht. Deswegen, die Schleife ist tatsächlich aber schon an der Ballerina dran, in dem Fall aber anders gebunden. So, liebe Christina, die Küken habe ich dreimal bestellt, für mich, für meine Mutti, und das dritte Set wird aufgestellt. Geschenk für, warte mal, da muss ich nochmal weiterlesen, als ein Geschenk für Freunde. Ja, süß. Das ist doch auch eine schöne Idee, liebe Christina. Ich denke, das kommt sehr, sehr gut an. Hier, die zweite habe ich da reingestellt. Da haben wir einfach hinten, das ist so das lange Band, einmal hinten weggesteckt, weil man kann die natürlich beide aufhängen, wenn man möchte, ans Fenster. Das sind auch
süße Frühlingsboten für die Fensterdekoration, dann würde ich, oh, da krabbelt mir in der Nase hier, das Gräschen, würde ich sie, wenn, dann auch vielleicht ein bisschen versetzt, damit sie so in den Frühling tanzen. Ne? Das sieht natürlich auch sehr, sehr süß aus. In dem Fall für die fertige Fensterdekoration aus meinem Haus die Idee, einmal das hier so ein bisschen höher zu stellen. Das kann man hier in dem Grasbüschel ja gut machen. Und das andere, deswegen habe ich hier tatsächlich ein paar Steine reingelegt, weil ich so ein bisschen mittig. Mhm. War nicht im Gleichgewicht, die Ballerina. Wo hängst du? Ah, hier. Okay. Kann man ja auch noch ein bisschen rumdrehen. Dann kommst du da hinten. Ah, hier. Ah, das wollte ich noch abschneiden. Ah, gut. Mache ich später. Stellen wir die hier so hin. Ein bisschen so in das Gras rein. Kann man hier noch einklemmen und die kann hier so ein bisschen in den bei den rosa Steinen drin stehen. Muss aber nicht, weil du kannst die auch so an den Füßen so ein bisschen hinstellen und im Prinzip hier an das andere Grasbüschel auch anlehnen. Aber mit den Steinen hält es natürlich einmal noch mal besser. Da auch der Hinweis, dass ihr das am schnellsten tatsächlich bei mir im Shop unter Zubehör findet auf www.stallium.tv. Gibt es nämlich die Dekosteine und ich habe jetzt auch nicht viel drin, deswegen haben wir mal 2 Kilo Säcke, weil man da einfach auch schöne Schalen und Vasen gut mit ausdekorieren kann und überall eben dann auch die gleichen Steine hat, wenn man was auf dem Fensterbrett macht und was in der Vase und was in der Schüssel oder auf dem Teller dekoriert, weil so eine Tüte ist sehr schnell weg. So ein großer Teller, 40 cm, eine Tüte weg und dann braucht man schnell mal die zweite. Deswegen das, der günstigere Preis bei 2, weil ich weiß, man braucht sowieso. Immer mit schönem Glanz. Ja, es sind immer schöne Glanzsteine, ganz besonders dekorativ. Das liebe ich ja bei mir, dass sie immer einen schönen Schimmer mit dabei haben. Die pinken habe ich jetzt drin, aber für den Frühling, ich war nicht ganz sicher, was ich nehme. Und dachte aber, die grünen Steine wirst du über die Kamera wahrscheinlich gar nicht so gut sehen. Deswegen habe ich die pinken genommen, damit ihr wisst, dass ich da einmal auch Steine als Idee mit drin habe. Ist nicht nötig, kann man aber natürlich machen. Peppt es nochmal auf. Wer pink nicht unbedingt favorisiert, die grünen haben auch einen schönen Glanz für die Frühlingsdekoration. Absolute Empfehlung. Findet ihr am schnellsten in der Kategorie Zubehör. So, der Plan sollte jedenfalls so sein. Ja, ihr Lieben. Sehr schönes Tagesangebot, lese ich gerade von der Jennifer. Auf dich habe ich da auch schon gewartet. Immer wenn ich Anke sehe, denke ich mir, bist du auch bestimmt nicht weit. Aber da ich dich noch nicht gesehen habe, wollte ich noch nicht Hallo sagen. Wer weiß nicht, ob du auf dem Einsatz bist zum Beispiel. Ne? Aber du darfst den Sonntag zu Hause genießen. Ich nehme an, du bist zu Hause bei deinem Schatz. Dann ganz lieben Dank. Ich finde es auch sehr schön, schönes Fenster, eine schöne Fensterdekoration von Style Your Home exklusiv. Ne? Das findest du auch nirgendwo anders, das haben wir für euch heute zum Style Sunday kreiert. Gibt es dann auch nur exklusiv in der einen Menge. So, die Steine klingen auch schön im Staubsauger. Ja, Michael, da weißt du, da hast du alle aufgesaugt, ja, das stimmt. Die rotieren, das ist wahr. Dafür treten sie sich nicht fest. So, mein Lieber. Guck mal. Ja, ich hatte jetzt, da habe ich leider schräg gehalten, weil ich nach hinten geschaut habe und dachte, wie cool, weißt du was, ich gehe einfach zur Seite, kann ich ja auch stehen lassen. So, hier ein bisschen in die Tulpen rein. Hier stellen wir es auch mal so hin. So, gehe ich einfach zur Seite. Dann habt ihr so ein bisschen diese Fensterbrett-Atmosphäre, wenn es draußen schon langsam anfängt zu blühen. Aber gerade jetzt, umso schöner aktuell, wenn es nämlich noch grau ist draußen und noch kein Farbkleckser da ist und so langsam wir mit unseren pastelligen Farben wirklich den Frühling herbeisehnen. Gerade die Kombination rosa, lila und Fuchsia, wie ihr es hinten auch gerade seht, das sind so die schönen Anfangsfarben. Später dann, finde ich, wenn es Richtung Ostern geht, hat sich, warte mal, die Orangen verabschiedet hier unten. Schwuppe. Da bin ich wieder. Hallo Christine,
finde, die Tulpen sind wunderschön, hat sie schon dekoriert. Ja, genau, die Frauen auf jeden Fall. Später im Jahr, finde ich, dann kommen die gelben, orangenen und roten sehr, sehr gut, weil die sind natürlich dann auch für die Osterdekoration sehr schön, weil die nochmal kräftigere Farben haben, mehr so auch in die Sommerfarben reingehen. Deswegen meine Idee als Frühlingsgruß, als Frühlingserwachen, die Pastellfarbenen zu nehmen, aber schön eben auch mit einem guten Farbtupfer. Aber fühlt euch nicht eingeschränkt, wenn ihr mehr Farbe braucht, solltet ihr haben. Gibt es also als Dreier-Set auch in Gelb, Orange und Rot. Ne? So, haben wir das auch gezeigt. Hallo liebe Nadine, hallo liebe Iris. Brigitte schreibt, ich habe dieses Dreier-Set-Tulpen auch schon in ganz vielen meiner Dekorationen. Ja, das ist halt wirklich schön, weil du kannst auch hier immer einfach mal noch eine wegnehmen. Ja, Steine aus dem Gras klopfen, wenn da Steine drin haben. Genau, sonst sind sie dann im Staubsauger. Aber da weiß man ja auch, wo. Weg sind sie auf jeden Fall nicht. Das finde ich sehr süß, zum Beispiel auch in Kombination mit dem Windlicht. Und da kann man das so schön nochmal aufs Fensterbrett auch mit dazu stellen. Das ist auch nochmal ein toller frische Kick. Wobei ich in dem Fall tatsächlich das nochmal anders kombiniert habe. Zeige ich euch auch gerne. Mal gucken, ob die Schmetterlinge stehen bleiben. Anke, ich liebe dieses Dreier-Set-Tulpen, da kann man wirklich schön mit dekorieren und vielseitig, genau, finde ich auch. Die kann man, oh, die sehen auch ganz toll aus auf einer Tischdekoration, gerade so für ein Sonntagsfrühstück, das werde ich gleich machen. Wir machen ja immer ein Spätstück, wir frühstücken ja immer zusammen in Ruhe nach unserem Sonntags-Livestream. Und dann kann ich immer schön individuell nochmal dekorieren. Und das ist eigentlich auch toll für einen Osterbrunch, ne? Die Tulpen dann auf den Tisch dekoriert, oder auch wenn man so ein Buffet macht, zum Beispiel, wenn man viele Freunde einlädt, wobei ich auch so einen Brunch tatsächlich gerne auf dem Tisch favorisiere, also dass man gar nicht nochmal aufstehen muss, sondern alles auf dem Tisch und dann zwischendrin natürlich ein paar Kerzen, ein bisschen Eier, ein bisschen Osterhase und das sind diese Grasbüschel, diese Tulpen, auch sehr, sehr schön, die kann man immer, ich habe doch den Hasen mit, zeige ich euch nochmal. Wir lieben ja den Feigenduft, deswegen habe ich ein neues Glas mitgenommen. Andere war nämlich leer, da dachte ich mir, ach, das ist gerade ganz, ganz praktisch, dann ist es nämlich auch noch super schön, wenn es noch nicht angezündet ist, einmal anzusehen. Den Feigenduft von Style Your Home lieben wir ja sehr und das Tolle ist von den Farben, guck mal, hast du auch dieses, sind, passen die Schmetterlinge so auch so schön dazu, dieses Hellblau, diesen Perlmuttton, dieses Rosa, ist auch genau auf dem Etikett. Und so habe ich Licht, Duft, Kerzen, Schmetterlinge. Das habe ich jetzt mal für hier mitgebracht. Fand ich nämlich sehr, sehr schön. Und das Licht hier, dieses LED-Licht in diesem, ist ja kein, also eigentlich ein Windlicht, aber so eher so ein Krug. Oder wie sagt man auch nicht Krug? Warte mal, ich stelle das nochmal eben hin. Mit der Kordel. So fast, eigentlich so fast wie so eine Milchkanne, wie so ein Kännchen, ne? Oder wie würdet ihr das nennen? Nochmal gucken. Michael. So, Carola erzählt mir schon nicht mehr, was sie alles kauft. Ich kann es nur anhand der Gummibärchen am Kühlschrank erahnen. Immerhin lässt du für dich die Gummibärchen, lieber Michael, ne? Sehr süß. Ihr zwei. Ja, macht es, Brigitte. Freut mich sehr. Ich lasse mich ja von euren dicken Fotos auch immer sehr, sehr gerne inspirieren. Und schön, dass ich euch auch hier und da immer wieder neue Ideen geben kann. Weil Dekorieren macht ja einfach so Laune und so glücklich. Und wenn man dann auch gerade sonntags, wenn es draußen wie hier gerade schneit und kalt ist und man wirklich nicht rausgehen möchte, ist es umso schöner, wenn man noch ein bisschen umdekoriert und noch mal ein bisschen, ne, noch mal was Neues. Weil dann sitzt man wieder auf der Couch mit der Kuscheldecke und guckt sich die Deko an, wie man das so gemacht hat. Und wenn es so ein paar Kleinigkeiten sind und freut sich wieder. Ne? So, weil man wieder was Neues hat und es sieht wieder so schön aus und dann kann man sich wieder selber neu begeistern. Und das finde ich total gut. Das ist das Schönste an Dekoration, oder? Dass man sich selber so eine schöne Freude machen kann. Also, viel Spaß beim Dekorieren, liebe Brigitte, in dem Sinn.
So, Birgit schreibt auch, kannst du auch mal die Marienkäfer und die Schildkröten zeigen? Ich habe die Marienkäfer mit und die Eulen. Habe ich mit, die kann ich dir zeigen auf jeden Fall. Die Schildkröten habe ich tatsächlich jetzt nicht mitgenommen, aber die Eulen und die Marienkäfer, die neuen. Ja, die fand ich also schön, zeige ich dir aber sehr, sehr gerne. So, warte, wo kruschelt der? Sind ja immer in so einem kleinen Tütchen auch eingepackt. Und dann zeige ich sie dir sehr, sehr gerne ganz genau. So. Warte, so. Ja, gut. Ich bin nicht groß genug. Alle auch hier wieder mit so einem schönen Perlmutt. Ich gucke mal auf die Kamera, dass ich hier schärfer stellen kann, ganz genau. Schöne Glitzersteinchen, überall tolle Glitzersteinchen, Kristallsteine und dieser tolle Perlmuttschimmer. Ich denke, den kannst du auch gut sehen. Einmal auch hier wie bei den Schmetterlingen, bei den Eulen, Schildkröten. Es ist immer gleich, es ist immer genau der exakte Hellblau-Babyblauton, dieser tolle Rosé- und Cremefarben, immer in Perlmutt. Ich glaube jetzt, das sieht man doch ganz gut, oder? Unsere Schmuck-Marienkäfer. So. Und die, wie gesagt, gibt es dann auch sehr gerne in der Version. So, jetzt haben wir dich mal ein bisschen mehr ins Gras gesteckt hier hinten. Oder willst du gleich gar nicht mehr raus? Warte. So. Die sind wirklich sehr süß. Die können wir auf jeden Fall hier. Könnte man die auch noch ein bisschen. Ja, wenn man jetzt sich deine zum Beispiel doch aufschüttet, sozusagen in der Schale mit den grünen Steinen, dann kannst du so schön die Marienkäfer und die Schildkröten hier so dazu stecken. Also ein Set reicht tatsächlich. Dann würde ich mich, glaube ich, selber persönlich für die Marienkäfer in der Frühlingsdekoration entscheiden. Das, warte mal, das können wir doch kurz mal zusammen machen. So, Lara, ja, Mama liebt auch ihre Eulen. Die stehen auch schon dekoriert. Dann zeige ich es euch auch gerne gerade mal. Die Eulenschar. So. Mal gucken, ob wir hier wieder die Kurve kriegen. Genau. Ne? Auch seht ihr auch wieder in diesen schönen Permutt-Tönen. Gleiche Farbe, Creme, Rosé und Hellblau. Auch wieder mit Strasssteinen und Silber kombiniert. Die drei sind auch sehr süß. Die passen aber, weil ich natürlich ein bisschen geschaut habe, was hier so passt, also die Eulen dazu zu setzen zu den Elfen, finde ich eben auch eine ganz süße Idee. Was ich jetzt mal mache, ich nehme die mal raus und schütte tatsächlich mal ein bisschen mehr von dem Sand auf. Von den Steinen ist ja kein Sand, also ne? Dekosteine, dass ihr seht. Wenn das bis oben hin ist. Weil ich finde das so süß, tatsächlich dann nochmal kombiniert mit den Marienkäfern oder was man, wenn man Schildkröten lieber mag, nimmt man Schildkröten, wenn man Eulen lieber mag, nimmt man die Eulen. Oder die Schmetterlinge setze ich auch gerne mal rein. Die sehen sicherlich auch ganz, ganz toll aus. Aber seht ihr, jetzt war ich schon wirklich nur sparsam und habe das hier so in der Mitte. Ich habe noch nicht mal alles ausgegossen. Aber da machen schon zwei Beutel sehr viel Sinn. Ich würde das wirklich bis oben hin machen. Ja, komm. Ist die Tulpe im Weg, wird wieder zurückgebogen. So. Damit das nämlich, damit die Figuren dann auch gut zum Vorschein kommen. So. Oh, hier ist eine blaue. Das ist doch niedlich. Da könnte man jetzt hier eigentlich, müsste man noch ein bisschen aufgießen. Man kann die auch zu zweit ein bisschen rüber. Ist ja ganz niedlich, oder? Passt ja auch gerade durch den Silberton zu der silbernen Schale. So.
So, Kerstin, mein Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Das wünschen wir dir natürlich auch, meine liebe Kerstin, einen schönen Sonntag. Auf jeden Fall. Dann könnt ihr doch die Kleine so ein bisschen nach hinten stecken. Und die Marienkäfer auf jeden Fall nach vorne. Fand das aber auch süß. Hier nochmal mit den Äpfelchen, wenn das mag. Gefällt mir auch sehr gut. Variieren wir gerade mal mit den Schmetterlingen. Also setzt euch auch gerade mal auch eine Eule rein. Ich finde auch die Eule gerade zu den, so, zu den Ballerinas total niedlich. Das kann man auf jeden Fall auch machen. Oder dann natürlich die Schmetterlinge, ne? Noch ein bisschen kombinieren. Ja, das finde ich schon auch. So. Schmetterling. Und der kleine Marienkäfer. Oh, sieht das elegant aus. Überall funkelt es und glitzert es. Na, das mag ich ja. Wisst ihr ja, ich liebe es, wenn es funkelt und glitzert. Deswegen die tollen Schmuckelemente. Ideal. Guck mal, dann kannst du jetzt aber hier hinten auch nochmal ein paar Äpfelchen mit einbinden. Also vorne. Also, wie man mag, kann man das auf jeden Fall kombinieren. Also dieses Glücksrad, du hast völlig recht. Danke, ich steht nämlich hier, habe ich natürlich dran gedacht. Danke, Vivi. So, exacto mundo will ich euch doch nicht länger auf die Folter spannen. Selbstverständlich gibt es heute das Glücksrad wieder. Ungefähr 430 Bestellungen hatten wir vom 22. Dezember bis zum 21. Januar, also bis gestern. Es sind alle Bestellungen, und zwar jede einzelne, für sich auf das Glücksrad gekommen, also Name und der Anfangsbuchstaben der Stadt, damit ihr auch wisst, wer gewonnen hat. Zu gewinnen gibt es den 50€ Einkaufsgutschein im Shop, so wie jeden Monat. Das machen wir ja immer am 22. Und das ist heute auch soweit. Also tatsächlich, Glücksrad ist vorbereitet. Es geht gleich in die Ziehung für den 50€ Gutschein. Bietet sich natürlich an, ne? Dann mache ich das auch gleich. Vielleicht wollt ihr den auch schon einsetzen für euren Sell-Sunday. Also das, gut, dass du es nochmal sagst. das stimmt. Der steht ja hier. Ich habe nochmal, weil auch gleich ausverkauft, die Hasen mitgebracht. Die könnte man jetzt hier auch gut nochmal, nämlich vor das Regal stellen, auch mit den Häschen und den Küken, finde ich auch so süß. Guck mal so ein bisschen. Und die Hasen, das ist nämlich auch eine schöne Kombination, die man gut noch dazu dekorieren kann. Na, also das ist auf jeden Fall auch nochmal schön. Gefällt mir nämlich richtig gut mit den süßen Hasis. Die sind auch echt gut gelungen mit den riesen Löffeln. Eure Zweierset findet ihr auch noch im Shop. Und dann, weil sie so gute Laune machen und deswegen auch mit zu uns mussten, habe ich euch auch nochmal die zwei Goldküken, damit ihr das auch mal seht, ne, dass die auch wirklich schön groß sind in Weiß-Gold. Super trendy, also da wird jetzt auch in der Saison, werdet ihr viel sehen, dass Gold ein Riesenthema ist, auch in der Frühlingssaison. Und kombiniert auch mit Schwarz durchaus, also es wird auch viel in Schwarz-Gold kommen. Und dann sind aber solche Farbtupfer Weiß-Gold natürlich auch immer nochmal ein schönes Highlight. Die sehen auf jeden Fall auch total süß aus, machen sich gut auf dem Fensterbrett im Eingangsbereich. Ne? So ein Hallo-Gruß oder so zum Nach-Raus-Hallo-Sagen finde ich also für das Fensterbrett ganz, ganz süß. Für eine Küchendekoration ideal, für den Eingangsbereich als Willkommensgruß, als Gute-Laune-Gruß finde ich das auch sehr schön. Liebe Lara, Achso, genau. Michael bekommt die Gummibärchen und Carola die tolle Deko. So ist das gut aufgeteilt. In dem Fall
auch nochmal gerne die Idee, wenn ihr das zusammen dekorieren möchtet. Man sagt, ein bisschen Farbe tut schon gut. Das ist von einem Größenverhältnis zu den weiß-goldenen Küken. Das Tulpenarrangement in der Real-Touch-Qualität, was sehr, sehr echt aussieht, meine Empfehlung. Das passt nämlich von der Größe her sehr, sehr gut zusammen. Oder, wenn ihr sagt, ich möchte gerne ein bisschen mehr Grün und was Schmaleres, dann gehen auch die Tulpen in dem Grasbüschel, das sind dann so zwei so Papageientulpen, so ein bisschen ausgebrannt, ganz modern gerade. Kann man das so ein bisschen dahinter setzen, dann ist das auch ganz süß, wie ihr seht. Immer für jeden etwas dabei. So, apropos, dann gehen wir doch mal ins Glücksrad, oder? Dann kann vielleicht der eine oder andere sich auch schon freuen und das Ganze nutzen. Diesmal habe ich auch darauf geachtet, dass alles geladen ist, weil es zieht echt ganz schön Saft. Das ist wirklich so. So, also 430 Bestellungen, extra gut sortiert für den Monat Dezember, Januar, also 22. Dezember bis 21. Januar. So, dann. Hallo, liebe Petra, grüß dich. Wir verlosen jetzt den 50-Euro Einkaufsgutschein. Und dann gucken wir mal, wer den gewinnt. Jeden Monat immer am 22. machen wir das. Zur Weihnachtszeit gerne mal am 24. Oh, so, warte. Uwe. Uwe H. aus Walsrode. Also die Männer haben hier schon mal Glück, ne? Außer der Michael, der nicht. Der ist ganz haarscharf dran vorbei geschlittert letztes Mal. Gut, lieber Uwe, freu dich. 50 Euro Einkaufsgutschein. Da kann ich hier nichts dran fegen. Ich habe es jedem gegönnt von Herzen. Ihr wisst es. Und deswegen machen wir das auch extra immer live, damit auch ihr ein gutes Gefühl habt, dass ihr wisst, die Chancen sind immer da. Jede Bestellung kriegt ihren Platz auf dem Glücksrad. Egal, ob ihr zwei oder dreimal bestellt, kriegt ihr eben zwei oder drei Plätze auf dem Glücksrad. Erhöht die Chancen. Ich habe extra das nicht hintereinander gemacht, sondern auf Mischen gedrückt, dass sie überall dann auch steht. Erhöht ja auch nochmal die Chance. Und dann machen wir die nächste Ziehung am 22. Also alles wieder was ab heute bis zum 21. Februar. Das heißt noch über Valentinstag, über die tollen Oster- und Frühlingsdekorationen. Kommt dann aufs nächste Glücksrad. Genau, herzlichen Glückwunsch an der Stelle an alle, die schon gewonnen haben und die, die noch gewinnen werden. Und besonders natürlich an den Uwe. Viel Spaß beim Shoppen. Kommt per E-Mail, kriegst du den Gutschein zugesandt, lieber Uwe. Deswegen schau, falls so, guck auch gerne mal im Spam, falls du den nicht bekommst, im Spamfilter. Den machen wir dir dann am Montag fertig. Das ist dein Mann, liebe Gabi. Ja, das ist doch mal cool. Da hat er wahrscheinlich vielleicht tatsächlich zu Weihnachten, hat er dir einen Gutschein geschenkt oder was? Da hat er dir was aus dem Shop geschenkt? Das finde ich ja witzig. Und dafür schon belohnt werden. Und dann hast du, ja Mensch, Gabi, da findet sich doch schnell was, oder? Großartig. Wie witzig, wie witzig. Ja, das konnte ich jetzt nicht so zuordnen, ehrlich gesagt. So, Vivi ist schon beim Fragen beantworten, ist auch in Ordnung, vielen Dank. Ich habe hier auch nochmal für uns, finde ich auch sehr schön, auch das tolle Wiesengras, was ich ja auch in der Apotheke stehen hatte. Jetzt habe ich ja die große Vase mit den großen Zweigen. Aber ich glaube, das Wiesengras könnte ich auch nochmal dazu stellen. Gerade mit den Forsythien finde ich auch sehr schön. Oder vielleicht am Boden. Na, wenn noch was da ist. Also das ist wirklich hier gerade auch bei uns im Holzboot eine schöne Bodendekoration. Das peppt das Ganze nochmal auf. Ist ein bisschen grün, ist ein bisschen Farbe. Finde auch gerade noch mit dem Forsythienzweig da drin, finde ich es richtig schön. Ich kann den nochmal rausnehmen. So sieht er aus ohne. Aber ich finde, mit macht er einfach mehr her. Gut, unten ist ja Styropor. Genau, da habe ich ja hier schon was zum Reinstecken gehabt. So,
Und dann kann man das so ein bisschen auseinanderbiegen und ziehen. Und dann peppt das nochmal ein bisschen mehr, finde ich, mit dem Gelb. Und dazu habe ich dann auch die orangen Vasen mit dem Schmetterling. Finde ich auch so süß. Da habe ich auch nochmal eine Idee für euch. Bitte. Habe ich nämlich jetzt da so dekoriert für uns. Das fand ich ganz süß. Dann dachte ich mir, das zeige ich euch auch. Das ist ja die kleinere Vase mit dem Schmetterling. Da ist auch immer noch mal ein Schmetterling auf der Vase drauf. Finde ich ganz süß. Oben auch noch mal angewandelt als Holzschmetterling mit dem Efeuzweig und noch den Bären in Kupfer. Bären. So. Genau, wie gesagt schon, es kommt viel Schönes Neues. Und da aber natürlich wirklich immer der Hinweis, wenn euch was gefällt, eher nicht so lange warten, ne? Damit ihr dann nicht traurig seid, wenn es ausverkauft ist. Also mit dem habe ich ja auch ein bisschen auseinander gebogen, kann man auch nochmal gut machen, wenn es ein bisschen üppiger sein soll, dem Efeu und den Bären. Und dazu dann eben auch hier nochmal die goldenen Küken. Fand ja auch eine schöne Idee. So, das Dreiset-Küken ist noch 6-mal da, sagt unser Schlitzohr Lara, die bestens im Bilde ist. Sehr lieb von dir, vielen Dank für die Information. Noch 6-mal das Dreier-Set der Küken. Warte, dann stellen wir doch das dritte auch noch mit wieder her, solange es noch da ist. So. Das war doch ein sehr schöner Style Sunday, meine Lieben. Ich würde mal sagen, alles getan ist, Glücksrad ist gedreht. Das Style Sunday habe ich euch gezeigt, ein paar schöne Deko-Ideen für die Frühlingsgefühle. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Sonntag. Hallo, liebe Remo. Ach, die Weiß-Goldene, das Zweier-Set, okay. Nee, das kann nicht sein, weil die waren schon letzte Woche nur noch 5-mal da. Also das ist auf jeden Fall dann mein, das Dreier-Set, ne, der Küken. Liebe Anke, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntag. Macht es euch gemütlich, du sagst es. Die Jennifer auch, Mittwoch sehen wir uns wieder. Ich hoffe, wir sind pünktlich. Wir sind nämlich Mittwoch auf Einkaufstour, Lars, Bibi und ich, um tatsächlich schon wieder die Weihnachtsdekoration für dieses Jahr einzukaufen. Und da wird es natürlich Bilder geben. Ich hoffe, ich bin rechtzeitig in der Hütte zurück. Das ist aber der Plan. Ich denke, das schaffe ich rechtzeitig 19 Uhr am Mittwoch aus unserer schönen Hütte zu senden. In dem Sinn, einen schönen Sonntag, viel Gesundheit natürlich an alle. Habt Spaß am Dekorieren, nutzt die Zeit, die man noch drin ist, wenn es draußen so urselig ist. Macht es euch da schön gemütlich, dekoriert mit einem schönen Farbtupfer. Guckt gerne mal im Shop unter www.styleyourhome.tv, was wir euch da noch Gutes tun können, damit eure Wohnung perfekt aussieht für euch und die bestmöglichsten Frühlingsgefühle zu schaffen für euch und eure Liebsten. So, dann geht's mal los. Dann dekoriere ich den Frühstückstisch. Bis dann, meine Lieben. Habt einen schönen Sonntag.